Hallo und herzlich willkommen hier im Livestream des Deutschen Museums. Heute mit einer Spezialausgabe auf YouTube, denn wir sind hinter den Kulissen, nicht in der Ausstellung, die normalerweise besucht werden kann, sondern wir gucken uns an, wie die Dinge in die Ausstellung gelangen. Und zwar sind wir jetzt in der Restaurierungswerkstatt für wissenschaftliche Instrumente und Uhren. Das habe ich mir noch gemerkt. Den Rest muss uns der Experte erklären. Zum Glück ist er da, der Thomas. Hallo Thomas, grüß dich. Hallo, Vielen grüß Dank, dich. dass wir hier Gast sein dürfen. Und vielen Dank, dass du uns alles zeigst, was wir hier sehen. Es ist ja wirklich unglaublich, was alles rumsteht. Bevor du uns die einzelnen Teile zeigst, wie kommt man überhaupt dazu, Leiter für so etwas zu werden und sich auszukennen mit so vielen verschiedenen Bereichen? Also, um natürlich hier im Deutschen Museum sein zu können, gehört natürlich auch viel Glück mit dazu. Was aber natürlich immer der Fall ist, ist, dass wir eben hier natürlich auch die berufliche Expertise halt haben müssen. Und insofern sind mein Kollege Benjamin Hauber und ich hier beide Uhrmacher, die arbeiten und die Sachen eben zerlegen, reinigen, konservieren und richten können müssen, um natürlich auch die Zusammenhänge immer erkennen können müssen, die eben in so verschiedensten Gerätschaften und Apparaten einfach sind, ja. Okay, also ihr habt nicht nur Uhren hier, sondern auch andere Dinge. Aber die Idee, also wenn man versteht, wie eine Uhr funktioniert, kann man sehr gut ableiten, dann auch, wie andere Dinge funktionieren können und die dann vorsichtig restaurieren. Genau, die mechanischen Zusammenhänge, die kann man dann als Uhrmacher eigentlich schon sehr leicht erkennen. Also sobald irgendwo ein Zahnrad ist, sagst du, ich weiß, wie es funktioniert. Noch nicht unbedingt immer gleich. Also man muss schon auch recherchieren, ganz einfach halt die Pläne sich natürlich anschauen, darüber nachlesen, so was sollte der Apparat überhaupt zeigen oder was muss er überhaupt können. Ja, und dann kann man natürlich auch sehen, ist irgendwas abgebrochen, fehlt irgendwas, gibt es noch alte Stiche, gibt es alte Zeichnungen, dass man hier wieder rückerschließen kann, was fehlt hier eigentlich, was müsste hier eigentlich sein, um dann auch die Funktion natürlich wieder so vermitteln zu können, wie es eigentlich von dem Apparat eben ausgeht. Ja, das, was manchmal wahrscheinlich knifflig ist und schon viel Zeit kostet, bevor man überhaupt anfangen kann zu restaurieren. Genau, das muss man einfach mit einkalkulieren, Gab ja. es schon mal irgendwas, bei dem du gesagt hast, oh, ich blick überhaupt nicht durch, ich weiß auch nicht, was ich da machen soll, ich kann es mir so lange angucken, wie du möchtest, aber ich check's einfach nicht? Nö, kann ich zum Glück sagen, ist mir noch nicht passiert, Sehr ja. cool. Ja, ich bin so jemand, wenn ich immer nicht weiß, wie etwas funktioniert, laufe ich immer gleich weg. Und deshalb haben wir dich da. Du kannst uns zum Beispiel auch erklären, und wenn wir jetzt da einmal rüber gucken, das sieht für mich nach einer Uhr aus, aber irgendwie auch viel mehr als das. Erklär uns doch mal, wovor wir hier stehen. Das ist hier ein Turmuhrwerk. Das kam 1906 ins Deutsche Museum von der Firma Näher und Söhne und ist eben ausgestellt gewesen, um eben den Besuchern zu vermitteln, wie eben ein Turmuhrwerk oder eine Turmuhr überhaupt funktioniert. Ja. Wie eben unten das Werk tickt, also einmal hier eben, über das Zahnrad hier, über den Anker hier und dann eben auch jede halbe Stunde und jede Stunde ausgelöst wird, eben einmal hier dieses Viertelstundenschlagwerk, also dass es eben Viertel, halb, Dreiviertel und ganz schlägt und dann hier nochmal das Stundenschlagwerk zur vollen Stunde. Und man kann auch hier oben dieses Kontrollzifferblatt sehen und oberhalb des Kontrollzifferblatts geht eben hier diese Welle nach oben rauf, eben in den Turm dann. Also man kann sowas auch ganz leicht dann eben sehen, wie das ausgestellt war. Da hatte man dann in der Ausstellung hier unten dieses Turmuhrwerk. Und dann eben über diese Zeigerleitungen nach oben eben die Verbindung zu einem großen Zifferblatt, was oben war, oder eben auch über die Züge zu den Hämmern von den Glocken, um eben die Stunden zu schlagen. Okay, weil ich wollte gerade sagen, also entschuldige mal, aber wenn du diese Uhr auf den Turm draufstellst, dann kann die doch niemand lesen, die ist doch viel zu klein. Aber es gibt sozusagen eine funktionierende kleine Uhr unten und wenn die erstmal geht, dann überträgt sie das Ganze auf das große Ziffernblatt, das dann tatsächlich auf dem Turm draufsteht. Genau, und man kann auch über das kleine Zifferblatt natürlich sehen, geht die Uhr eine Minute nach oder vor, um eben auch korrigieren zu können und nicht jemanden runterschicken zu müssen, schau mal drauf, weil bis ich oben rauflaufe, vergeht natürlich wieder eine Zeit, ja. Ach, ja natürlich, okay. Das heißt genau, man weiß, wenn diese kleine Uhr hier funktioniert, funktioniert die oben automatisch auch. Die sind miteinander verbunden, es sei denn, stimmt irgendwas anderes nicht, aber genau. Genau. Okay, so, wenn ich jetzt vor so einem Ding stehe, ich denke mir einfach nur, hurra, 100.000 Zahnräder. Du weißt genau, wie jedes Zahnrad funktioniert und für was da ist. Wie beginnst du so eine Restauration? Wenn man natürlich eine alte Uhr hat wie diese hier, gut, die ist jetzt von 1906, also schon ein bisschen neuer, also da gab es schon Schrauben, die genormt waren, die man eben, also dass man diese Mutter hier auch da drüben aufsetzen könnte,
Aber es gibt natürlich Uhren, die eben so aus der Zeit vor 1850 sind, wo das eben nicht der Fall ist, wo wirklich jede einzelne Schraube nur wieder an ihrem alten Platz zurückkommen kann. Da muss man natürlich vor der Demontage erst einmal vernünftige Fotodokumentation machen, also ganz viele Bilder machen eben, dass man wirklich auch wieder weiß, wo was hingehört. Natürlich würde es sich auch, wenn man es jetzt in der Schuhschachtel bekommen würde, von jemandem zerlegt, wird es sich auch erschließen, welcher Hebel wohin gehört und wieder zurückgesetzt werden muss. Mhm. Aber wenn wir das natürlich hier im Museum komplett anfangen können, das Zusammengebaute zu zerlegen, dann hat man eben seine verschiedenen Schächtelchen, oder man kann es auch so machen sogar, dass man eben ein Foto macht und man legt dieses Foto auf eine Styroporplatte und dann kann man jede Schraube an die Stelle drücken, wo sie nachher auch wieder hin muss, um sie eben wieder rückwärts erkennen zu können, ja, nicht nur eben das Foto zu haben. Also es gibt immer so Hilfsmittel, aber die braucht man schon. Also war schon auch oft so, dass diese Schrauben dann gekennzeichnet waren, dass hier einzelne Punkte oben drauf waren, dass man sie auch da wieder dorthin zurückbekommen hat. Und manchmal passiert es auch, wenn man es eben zerlegt, dass man sieht, die war halt nicht so zusammengebaut, wie sie eigentlich gehört. Und eigentlich ist die Schraube hier am falschen Platz. Also setzen wir sie dann aber, wenn wir es zusammenbauen, so rein, dass es eben wieder richtig am ursprünglichen Platz eben ist. Was machst du denn, wenn ein Ersatzteil fehlt? Also wenn irgendwas kaputt gegangen ist und jetzt gibt es Schrauben, die seit 100 Jahren nicht mehr hergestellt werden. Was macht ihr denn? Wenn so eine alte Schraube fehlt, natürlich mit der ganz eigenen Steigung, dann muss man so eine entsprechend nachfertigen. Man muss es halt rausvergrößern, ausmessen eben, wie die Steigung ist, und dann eben kann sein, dass man vielleicht 2, 3 Versuche braucht, bis man dann wirklich die Schraube wieder so hinbekommen hat, dass man sie an den Originalplatz reinsetzen kann. Also wir fangen dann nicht an, hier ein neues Gewinde reinzuschneiden und dann eben eine neue metrische Schraube einzusetzen. Das ist dann auch einfach der Respekt davor. Man möchte die Sachen natürlich so erhalten, wie sie sind, und nicht sagen, es ist mir bequemer, wenn ich da ein neues Loch reinbohre, dann mache ich das einfach mal. Genau, also wir wollen schon so viel Originalität und Authentizität bewahren, also wie wir einfach haben. Und wenn wir dann die neue Schraube reinsetzen, dann würden wir die auch kennzeichnen. Also da käme dann drauf DM 2021, damit eben für jeden nachher zu erkennen ist, die passt zwar in das alte Gewinde rein, aber das ist eben eine neu gemachte Schraube, keine alte. Dann schauen wir uns doch mal die Schätze an, die hier so rumliegen. Wenn es übrigens noch Fragen gibt, dann kann man die natürlich auf YouTube in die Kommentare mit reinsetzen. Die werden dann im Nachhinein beantwortet. Aber wir gucken uns jetzt einfach mal um und du zeigst mir, was hier wirklich für wunderschöne kleine Schätze liegen, die ihr nach und nach restauriert. Bevor wir zu den Schätzen gehen, vielleicht, wenn ich noch ganz kurz sagen darf, wie wir eben reinigen, also worum es uns eben dabei geht in der Restaurierung. Es geht eben darum, hier, das ist nur so ein kleines Beispiel, was uns mal Studentin, die als Praktikantin hier war, gemacht hatte. Es ist ja so, dass wir die Oberflächen natürlich möglichst original erhalten wollen. Das heißt, wir wollen so wenig Veränderungen wie möglich, damit man eben jedem Exponat oder Objekt eben nach wie vor seinen Dokumentcharakter eben erhalten. Dieses ursprüngliche Bild, wie es früher war, will man erhalten, aber halt auch gleichzeitig gucken, dass es nicht kaputt geht mit der Zeit. Und das ist wahrscheinlich die Schwierigkeit. Wie kriegt man beides hin? Genau, man will es schon sauber bekommen und man will es auch natürlich schützen dann eben vor neuen Einflüssen, sei es Feuchtigkeit, Staub natürlich, was immer irgendwo da ist in der Luft auch. Und dazu gilt es natürlich, die Oberflächen zu reinigen natürlich. Einmal die Verschmutzungen, die drauf sind, wegzubekommen, die natürlich nach wie vor schädigen würden. Aber natürlich nicht jetzt die Herstellungsspuren oder die Abnutzungsspuren wegzubekommen. Also darum sagen wir immer Dokumentcharakter, weil es wird damit eben an der Oberfläche nach wie vor abzulesen sein, wie ist es gefertigt worden. Ist es gefräst, ist es gedreht, ist es geschliffen oder gefeilt worden? Und wenn wir jetzt hier ganz stark an die Oberflächenreinigung rangehen würde, so wie wir es hier im Beispiel haben. Also einmal hier mit diesen sandgestrahlten Oberflächen, da habe ich natürlich die Oberfläche blitzeblank, aber ich habe halt eine komplett neue Oberfläche geschaffen. Und von dem alten hier kann ich eben nichts mehr erkennen. Dagegen, wenn wir eben komplett vorsichtig vorgehen und schonend vorgehen, so hat sich es eben bei uns herausgestellt, dass eben am besten so diese beiden Möglichkeiten, das sieht man auch, dass es eben, also hier die Verschmutzung ist eben weg, man hat eine glatte Oberfläche, aber doch relativ wenig verändert. Also außer, dass man es glatt macht und dann eben nachher konservieren kann, haben wir nicht mehr weggenommen. Also man kann nach wie vor auch natürlich die Schädigung wiedererkennen, die eben auch mit der Zeit passiert ist an der Oberfläche. Und hier haben wir eben als Strahlgut verwendet Walnussschalengranulat und Kunststoff. Einfach, was halt doch unheimlich weich und sanft ist, was man eben da mit 2 bis 4 Bar an die Oberfläche
aufstrahlen kann, ohne eben hier eine Veränderung herzuführen, die eben eine neue Oberfläche schaffen würde. Und das Ziel bei euch ist ja nicht, dass es blitzeblank ist und funkelt, sondern dass es eben einfach nur nicht weiter kaputt geht durch die Verunreinigungen, aber so original wie möglich aussehen soll. Und ich finde, das hat man total gemerkt. So. Also natürlich würde jeder sagen, ja gut, also das ist ja jetzt noch nicht sauber, aber das muss es ja auch nicht sein. Es muss einfach nur geschützt werden. Sauber schon, aber eben glatt, dass man es eben neu schützen kann. Wenn es mal drüber fahren ist, dann sieht man ja eben auch, dass es hier rau ist und eben da dann weich ist. Ah, ja, also ich spüre es vollkommen. Das ist hier einfach rauer und da flitze ich richtig drüber mit dem Finger. Okay, verstehe. Guck mal, da habe ich mir nie darüber nachgedacht, weil logischerweise denkt man sich, ja, dann poliere ich es schön glatt. Aber ihr wollt ja genau das aufrechterhalten, dass die Leute genau sehen, das ist alt, da steckt so viel drin und so viel Arbeit ja auch, die Leute früher reingesteckt haben. Die wollt ihr nicht einfach abtragen, sondern ihr wollt sie eher wieder sichtbar machen. Genau, man soll es erkennen können, wie es benutzt worden ist oder natürlich auch eventuell die Schwachstellen an den einzelnen Objekten. Mhm. Was man sehr gut sehen kann, danach auch an den Schlössern zum Beispiel. Aber wir wollen ja stückweise hier vorwärts gehen. Genau. Irgendwie kommt mir diese Uhr bekannt vor. Also wenn man bei euch im Hof ist beim Deutschen Museum, dann denkt man sich, das habe ich doch schon mal gesehen. Genau. Also Was ist das? Hier ein kleines Modell eben von unserer astronomischen Turmuhr, die wir eben hier im Innenhof haben, mit einmal Stunde, Minute und dann auch noch hier einen kleinen Sonnenzeiger, der sich einmal im Jahr hier über die Sternzeichen eben hinweg bewegt und hier unten eben nochmal den Wochentagszeiger, der eben hier so dargestellt ist, dass er eben auf die verschiedenen Planeten zeigt, die eben den jeweiligen Wochentagen zugeordnet sind. Und hier oben haben wir auch noch eine kleine Mondkugel, die dreht sich auch noch in 29,5 Tagen einmal um die eigene Achse. Was er nicht kann, ist natürlich diese kleinen Glocken hier schlagen. Die würden auch nach nichts klingen, weil sie eben so klein sind. Okay, aber sonst würde sie funktionieren? Sonst funktioniert sie, ja. Okay. Jetzt die Frage, wie kommt so etwas zu euch? Wer schickt euch das zu? Was ist das Problem damit? Was könnt ihr damit machen und wo landet es dann wieder? Das war eigentlich eine Idee von den Werkstätten miteinander, zusammen sowas mal aufzubauen und herzustellen. Und da, wer sehr viel damit gearbeitet hat, waren natürlich die Bildhauerinnen, die eben das Originalzifferblatt erst einmal so nachbilden mussten, in Miniatur, dass man eben davon dann einen Silikonabdruck machen konnte, den man dann bestäubt mit Kohlenstoff und dann eben in einem galvanoplastischen Verfahren in Kupferbad eben so ein neues Zifferblatt herstellen kann. Das waren sehr viele Worte, mit denen ich nichts anfangen konnte. Aber okay, es klingt nach sehr viel Arbeit. Wie viele Stunden Arbeit stecken in sowas drin? Zu viele, ja. Also, ja. Das ist eigentlich ja was man neben der Arbeit hier natürlich der Restaurierung oder eben auch der Herstellung von den neuen Demonstrationen in den verschiedenen Werkstätten dann machen muss. Also so Lückenfüller will ich nicht mal sagen, sondern eben, wenn man halt mal einen Freiraum hat, dass man sagt, okay, man kann wieder zeitlang daran arbeiten. Darum haben wir hier nie eine Stundenauflistung gemacht. Aber ansonsten, wenn man auf den Markt schaut, dann sind solche Sachen, also mit dem Kalender noch dazu ohne Ende, also ja, kosten bestimmt 20.000 Euro. Ja. Also ist schon sehr wertvoll, nach wie vor sowas herzustellen. Ja. Dann gucken wir uns die wertvollen Sachen. Ich traue mich gar nicht, mich durchzubewegen, weil ich Angst habe, dass ich irgendetwas sehr Schönes, sehr Altes kaputt mache. Aber wir kriegen es hin, wir sind vorsichtig. Was kannst du uns hier zeigen? Was liegt hier vor uns? Was wir jetzt hier momentan auf dem Tisch liegen haben, sind eben verschiedenste Schlösser aus unterschiedlichsten Zeiten. Die kamen zu uns aus Ingolstadt, weil da gab es ja eben leider in der Halle unter unserem Depot einen Brand. 2019. Oh nein, das habe ich nicht mitbekommen. Es hat gebrannt in Ingolstadt. Also ist das auch was vom Deutschen Museum dort? Oder? Und also ein Depot ist da draußen eben. Und natürlich die Feuchtigkeit oder wenn dann die Scheiben zerspringen, kommt die Feuchtigkeit rein, kommt das Wasser rein. Also das Klima ist natürlich extrem schlecht dann für Metalle. Und auch durch die Hitze natürlich, die erst unten drunter war, verrosten natürlich die ganzen Metalloberflächen. Und die mussten natürlich danach wieder gesichert werden. Oder auch der Ruß, der eben reinzieht. Also alle möglichen Schädigungen, die eben da passiert sind. Und ein Teil von diesem Schaden eben, der wird halt hier bei uns einfach bearbeitet, wo man eben wirklich nicht nur oben drüber abstauben kann und sauber machen kann, sondern wo man wirklich zerlegen muss und dann auch innen rein muss, weil vielleicht die Schädigung doch weiter fortgeschritten ist. Und da haben wir eben diese verschiedensten Schlösser. Also von einem Tresorschloss hier vorne, das über ein Uhrwerk gesteuert ist, dass man eben diese Schlösser dann nur zu bestimmten Zeiten öffnen kann,
und sonst eben verschlossen bleiben. Also da hilft einem der Schlüssel alleine nichts, sondern es muss auch noch die Uhrzeit stimmen, dass man aufsperren kann. Wofür bräuchte man sowas? Für ein Tresor. Klassisch in der Bank zum Beispiel? In der Bank, ja. Okay. Ach ja, damit zum Beispiel die Leute nicht einfach, es ist wahrscheinlich doppelt abgesichert, es kann nicht jeder reinkommen und sagen, ich überfalle die Bank jetzt, weil die Leute, die in der Bank arbeiten, können auch nicht einfach mit dem Schlüssel aufmachen. Nein, eben genau, die Uhrzeit muss noch dazu stimmen. Mhm. Und natürlich bei diesen Schlössern ist es auch so, dass man ja als Uhrmacher natürlich schon erkennen kann, wie es irgendwie zusammenhängt, aber man muss natürlich auch viel nachlesen und sich das anschauen, wie ist es aufgebaut, wie soll es eigentlich überhaupt funktionieren, damit es eben dann nachher auch wieder richtig geht. Ja. Gut, was haben wir denn noch hier alles? Diese Dinger sehen ja besonders wertvoll aus, aber es ist jetzt kein Gold, wo wir drauf gucken, sondern, oder was ist es? Das ist Messing hier, von der Oberfläche her. Und wertvoll ist natürlich bei uns insofern alles, weil ich meine, das Deutsche Museum ist eine Sammlung von Meisterwerken. Ja, stimmt. Ja. Und der Technik, und hier sind eben sehr frühe Kameras da. Und so ein Prismenspektralapparat, also aus den Bereichen Optik, Film und Foto. So, das ist jetzt, also wenn ich mir vorstelle, ein Uhrmacher kriegt sowas vorgelegt und das heißt, restaurier das mal. Dann ist das doch erstmal eine Überforderung. Wie gehst du da vor, wenn du sagst, das möchtest du dir jetzt Stück für Stück restaurieren und erarbeiten? Wenn ich sowas Stück für Stück restaurieren will, natürlich eben, ich muss erstmal die Recherche haben, ich muss erstmal die Bestandsaufnahme machen davon. In welchem Zustand ist es oder wo sind Schädigungen da, wo fehlt etwas, wie gehört es zusammen? Also ich muss mich Stück für Stück eben ranarbeiten an die Materie oder an das Thema und dann kann ich erst dann natürlich damit anfangen zu zerlegen, die Oberflächen zu reinigen. Eventuell muss man auch schauen, was für Oberflächen sind es oder aus welchem Material setzt sich es zusammen. Da haben wir hier im Haus ja unterschiedlichste Möglichkeiten, zum Beispiel auch, dass man eine Röntgenfluoreszenzanalyse macht. Das heißt, man macht eine Materialbestimmung auf wissenschaftlicher Ebene eben, dass man eben dann über eine Datenbank, die im Computer eben drin ist, einem genau sagt, hier haben wir eben Nickel mit drin in dem Material oder eben Kupfer oder Zink oder Zinn eben, je nachdem, ob es eben Bronze ist oder eben Messing ist. Also alleine aus der Farbe lässt sich das nicht immer erschließen, weil ich war mir auch einmal ganz sicher, dass es eben Messing wäre von der Farbe her. Aber der Test hat dann eben ergeben, dass es doch Bronze ist. Okay. Wie oft entdeckst du neue Felder, von denen du noch nichts wusstest? Also hast du jetzt inzwischen so eine Routine, dass du sagst, egal was man mir hinlegt, ich krieg's schon irgendwie hin? Oder denkst du, boah, Leidenschaft für jetzt zum Beispiel alte Kameras, das hatte ich bisher noch nicht und jetzt kriege ich es plötzlich hin und Wahnsinn. Also es ist natürlich dauernd was Neues, ja. Also es sind immer wieder neue Themen, die sich auftun und in die man eben reinkommt. Und insofern wird es natürlich nie langweilig, dass ich jetzt mal gesagt hätte, oh nee, das geht gar nicht, das bringe ich nicht hin, ist mir, nein, ich meine, aufgeben gibt es nicht. Man muss halt dann eben entsprechend sich reinhängen und dann natürlich das auch wieder hinbekommen. Ja. Dann schauen wir weiter, ich weiß gar nicht, ist das ein Blasebalg, was ist das? Genau, hier haben wir ein kleines Modell, das haben wir gebaut für die neue Musikausstellung. Mhm. Und es gibt ja da so einen Switcher-Automat. Hier rüber? Genau. Ich weiß nicht, ob der... Die bekannte ist dieser Switcher-Automat, das sind praktisch Vögel, die auf so einem Miniaturbaum rumspringen, also ist alles mechanisch angelegt. Sagt mir nichts, okay. Und da will man natürlich jetzt dann zeigen, wie funktioniert denn das Ganze? Mhm. Also welche Mechanik läuft da unten drunter ab, dass eben hier Vögel auf einem Tisch umeinander springen können und zwitschern können. Mhm. Und das ist eben hier gezeigt. Also man hat hier am Rand eine Kurbel, die eben sonst in der Maschine natürlich von einer Federkraft angetrieben würde, wie ein Uhrwerk. Und dann hat man hier zwei Kurvenscheiben, einmal eben zum Öffnen und Schließen des Luftwegs und dann nochmal eben, um die Tonhöhe einzustellen. Und gleichzeitig wird mit der Kurbel noch hier über diesen Exzenter der Blasebalg aufgeblasen. Und das Ganze klingt dann so, wenn ich mal kurz vorführen darf. Unbedingt. Das ist ja wirklich wie ein Vögelchen, also das ist super Vögelchenmäßig. Krass, also ich hätte, wenn du das jetzt gekurbelt hättest und ich hätte woanders geguckt, hätte ich gesagt, ist ein Vögelchen hier drin. Mega gut. Ja, freut mich. Also es ist im Grunde dann so ein Instrument im weitesten Sinne, muss man schon fast sagen, oder? Es ist ein Instrument, aber eben, um natürlich eben das Verständnis der Zusammenhänge den Besuchern eben nahe zu bringen. Also man kann ja langsam kurbeln und dann sieht man ja, was passiert eigentlich wo und was bewirkt was.
Das hier sieht für mich aus wie eine Schreibmaschine, die zu groß geraten ist. Was könnte das sein? Das ist hier ein Telegraph, ein großer. Also das ist praktisch hier, oder eigentlich eine Chiffrieranlage, ja. Eine Chiffrieranlage, das heißt, es ist, ist das so ein Enigma-Ding, oder? Ja, die Enigma war auch eine Chiffriermaschine. Das ist das Einzige, was mir dazu eingefallen ist. Das heißt, man kann damit geheime Nachrichten schreiben Ganz und genau, verschicken. ja. Ah, deshalb also tatsächlich ein bisschen eine Schreibmaschine. Man sieht ja auch hier die Buchstaben. Das Ja. heißt, man kann etwas schreiben und die Maschine sorgt dann dafür, dass das, was geschrieben wurde, so Verschlüsselt wird. verschlüsselt wird, Ja. dass andere es nicht lesen können, es sei denn, sie haben auch so eine Maschine und können es wieder zurückverschlüsseln. Genau. Entschlüsseln nennt man das dann. Zum Entschlüsseln, ja. Zurückverschlüsseln. Sehr cool. Okay, und was macht ihr damit? Reinigen auch, ja, in Also dem die Fall. steht Also schon da sehr lange rum und muss jetzt mal wieder auf Vordermann gebracht und werden. muss gereinigt werden, damit sie eben dann in die neue Ausstellung. Text, Bild, Kryptologie gibt es dann eine neue Ausstellung eben, die momentan noch aufgebaut wird und da muss die eben dann wieder mit rein. Und man sieht ja hier eben Staub und Verschmutzung an der Oberfläche. Das muss natürlich alles weg, so kann man die Sachen nicht in die Vitrine stellen und ausstellen. Und wenn wir sie dann eben geöffnet haben, dann werden wir sehen, wie weit wir sie innen drin eben auch zerlegen müssen, um eben wirklich hier wieder einen ausstellungsfähigen Zustand zu erzeugen. Läufst du dann auch teilweise durch die Ausstellung, guckst dir die Sachen an und überlegst dir, was mal wieder gereinigt werden müsste? Also hast du auch so eine überwachende Funktion? Ja, man macht schon immer so ein Monitoring, wenn man so sagen kann, dass man eben immer wieder bei den Sachen auch klar natürlich durchgeht oder sieht, hier ist was, hier ist weniger oder es macht einer von den Kollegen, dass ihm eben auffällt, gerade im Vorfeld- und Aufsichtsdienst, die Kollegen, die schauen natürlich schon, dass sie ihre Objekte alle in Ordnung haben. Und wenn da was passieren würde, dann würden die das natürlich auch uns sagen, dass wir ihnen helfen. Gut, es ist ja auch alles unglaublich wertvoll, was hier rumsteht. Was ist das? Das ist eine Eule, die hier ganz brav oft aufs Regal drapiert wurde. Das ist eigentlich unser kleiner Fotostand hier, damit wir eben hier unten keine Kante haben, wo wir die Objekte mal aufnehmen und fotografieren, bevor wir sie eben zerlegen, also um einen Vorzustand, auch Nachzustand eben zu dokumentieren. Und diese Eule hier, die ist von Oskar von Miller, der hatte die der Harpni, einem Verein, also Harpni hieß der, die hatte er ihm geschenkt und als sich dieser Verein eben aufgelöst hat, wurde die Eule wieder an das Museum zurückgestiftet. Aber Und die ist der ist einfach jetzt, nur schön zum Hinstellen. Also, die ist oder nur kann schön die zum Eule was? Das Hinstellen. ist Die jetzt ist nur, keine Uhr oder sonst nein, irgendwo, oder nein. eine Glocke oder irgendwas sonst. Es ist Nein. einfach nur eine hübsche Eule, die ihr ganz vorsichtig wieder restauriert. Die beschränkt sich aufs Schönsein, ja. Also die So. Flügel können sich bewegen und das eine Scharnier ist jetzt eben abgebrochen. Darum ist die auch bei uns hier. Nicht nur zum Reinigen, sondern eben auch, um hier halt den Flügel wieder zu befestigen. Du reparierst bei dir zu Hause auch alles selbst, oder? Gibt es Dinge, die du nicht reparieren kannst? Eigentlich wenig, ja. Das ist sehr cool. Wenn irgendwann mal bei mir was kaputt geht, entschuldige, jetzt laufe ich für die Kamera, wenn irgendwas bei mir mal kaputt ist, rufe ich dich an. Machen wir es so. Am Auto mache ich nichts. Ja, gut. Ich habe auch kein Auto. Gut. Das hier ist wahrscheinlich ein klassisches Fernrohr, oder? Nee, das ist eine Camera Obscura. Also das ist eine der ersten Kameras, wie es überhaupt gegeben hat. Die ist von Eine Steinheil. Kamera zum Foto, also eine Fotokamera. Ja. Ich hätte jetzt ganz sicher gesagt, guck doch mal ein Fernrohr, kann man durchgucken, siehst du was? Was wurde damit damals fotografiert? Also wenn man mit der Kamera vielleicht einmal ganz hinten hingeht, von ein bisschen Entfernung und hier auf diese Mattscheibe drauf leuchtet, dann sieht man da auch eben die Uhren auf dem Kopf stehen, die hinten an der Wand sind. Bildet sich das wunderbar ab und Steinheil hat damit so um 1837 die ersten Fotografien gemacht, hier in Deutschland auf jeden Fall. 1837. Und rausgekommen sind dann bei eben diese Aufnahme hier von Das der ist eine Frauenkirche. Ich habe es mal hier im Originalaufnahme von der Computer Frauenkirche. reingespielt. Ja. Das Foto ist mit dieser Kamera entstanden vor über 100 Jahren, also über Ja, vor 200 Jahren fast. fast 200 Jahren, Ja, ja. oh. Und was, also das ist auch von euch gereinigt worden und so, aber könnte man damit theoretisch, wenn man wollte, nochmal ein Bild machen oder ist das einfach nur noch mit zum schönen Hinstellen? Nö, weil ich meine, so von der Funktion her ist es ja reine optische Sache, ja. Also das Licht muss reinkommen und muss eben hinten auf der Mattscheibe muss ich natürlich ein Material haben, das dann eben Klar. diese Umwandlung machen kann, wie das damals auch diese Glasplatten oder diese Glasplattenfotografie oder wie man gesagt hat, die es ja da gegeben hat. Und Unglaublich. der Kollege, der es also
Benjamin Hauber, der sie eben zerlegt hat. Der hat auch noch von dem Inneren dann hier eine CAD-Zeichnung angefertigt, die man hier auf dem anderen Computer sehen kann. Das sieht man eben hier, dass eben hier vorne die Linse eben ist, dann hier lauter so Blenden drin sind, bis eben hinten zum Ende hin. Und man kann halt, das Schöne ist an diesen ganzen Programmen, dass man eben hier praktisch einen Schnitt durch das ganze Teil durchmachen kann. Also so schaut sie ja geschlossen aus, wie sie jetzt hier dasteht. Und dann kann ich eben hier einen Blick ins Innere ermöglichen. Also von vorne, von der Linse her, durch die ganzen Blenden durch bis hinten an die Mattscheibe. Das ist, finde ich, das Tolle am Deutschen Museum, dass man sieht, wie Technik sich entwickelt hat und dass ihr natürlich diese ganz alten Gerätschaften noch habt. Und das verbindet ihr dann aber mit modernster Technik und erkennt, was drin ist und was passiert. Das ist so diese Idee, dass, was Menschen alles schaffen, wenn sie zusammenarbeiten und was alles Großartiges geleistet wurde in der Geschichte, im Fortschritt in der Technik, um uns an den Punkt zu bringen, den wir gerade sind. Und das so zu erleben im Deutschen Museum ist wahnsinnig toll. Ich bin auch so froh, dass es jetzt wieder offen hat. Also wer ins Deutsche Museum kommen will, alle Daumen hoch, es ist wieder möglich. Und dann sehen wir auch hoffentlich ein paar Sachen später, die hier noch drinstehen. Hast du irgendein Lieblingsteil, das du uns gerade noch zeigen möchtest zum Abschluss? Irgendetwas, bei dem du sagst, das müsst ihr euch noch angeguckt haben? Oder gibt es irgendwas, was du uns noch zeigen willst? Unbedingt natürlich hier, also den Trompeterautomaten von 1810. Also der sieht eigentlich ja so aus, wie hier auf dem Bild. Und was kann der? Ach, das der ist ein. Das kann ist eben Trompeten, ja. Also, und was natürlich innen drin ist und die Mechanik eben ermöglicht, das ist ja praktisch wie ein Android, kann man sagen, ja. Also, der eben hier die Blasbälge, die Schöpfbälge, hier vorne den Blasbalg hat, hier unten die Zugfedern, die eben aufgezogen werden müssen, damit er läuft. Und wenn ich ihn mal hier umdrehe nach hinten, dann sieht man hier eben noch einmal die Stiftwalzentrommel mit den Stiften drauf und den ganzen Hebeln dazu, die eben einmal ermöglichen, dass natürlich ein Ton kommt oder wieder geschlossen wird. Und zum anderen eben noch hier oben, hier diese roten Trommeln, die hier drin sind, über den Spiegel sieht man es vielleicht, die eben sowas beinhalten wie eine Mundharmonika, also aufschlagende Metallzungen, die da innen drin sind, um eben einen Ton zu produzieren. Und die müssen natürlich zur richtigen Zeit am richtigen Platz sein, um natürlich den entsprechenden Ton zu produzieren. Und sowas eben zu der Zeit zu machen, also... Wann war das? 1810. Das sieht fast wie so ein Roboter aus so einem frühen Film aus, den man sich so, keine Ahnung, Metropolis-Roboter, der mit der Trompete bläst, aber das ist ja wirklich nochmal deutlich 100 Jahre früher gewesen. 1810 und so filigran gearbeitet und sowas Besonderes. Das ist klar, dass du dann natürlich, da kriegst du große Augen wahrscheinlich, wenn du sowas erstmal bekommst. Schon, auf jeden Fall. Und wir können ihn aber leider nicht mehr in Funktion setzen. Also dafür ist er eigentlich zu abgenutzt und zu schwach dimensioniert. Also man müsste eben, wenn man sowas wieder haben möchte oder vorführen möchte, ein 1:1-Modell machen. Also diese Möglichkeiten hätte man ja auch im Deutschen Museum, wenn da Interesse wäre. Aber jetzt den hier wieder in Gang zu setzen, da müsste man so viele Sachen reparieren und eben austauschen und neu machen, dass eben von dem Original immer weniger halt übrig bleiben würde. Und das wollen wir natürlich auf gar keinen Fall. Aber es ist ein unheimlich faszinierendes Objekt. Ja. Das war alles unheimlich faszinierend hier, Thomas. Vielen, vielen Dank, dass du uns durchgeführt hast. Ich glaube, ihr hattet auch so Spaß dabei. Das sind ja Dinge, die man als Gast eigentlich nicht sehen kann, aber da steckt auch so viel Spannung und Dinge drin, die man lernen kann und sehen kann und die einen inspirieren können. Vielleicht guckt uns jemand zu, der sich denkt, Mensch, irgendwann will ich mal Restaurator werden und dann trefft ihr euch. Thomas, vielen, vielen Dank. Und wir geben hier gleich nochmal eine Runde in der 360-Grad-Kamera. Da kann man sich dann überall umsehen in der ganzen Werkstatt und noch ein paar kleine Details angucken. Also die gibt es gleich. Und jetzt erstmal vielen Dank und bis gleich und liebe Grüße an alle. Ciao. Ciao.